Brust, Ska! Ja! Und ihr schaut Gitarmania! Ruskaya! Schön, euch hier zu treffen in Wien. Privat! Die Freude ist ganz unsererseits. Hipper Haarschnitt, ne? Dankeschön. ihr kommt bei einem neuen Album raus. Am 24.07. kommt das neue Album von Ruske. Wird heißen Peace, Love and Russian Roll. Genau, außerdem kommen wir nicht mit dem Album raus, sondern das Album kommt mit uns raus. Das ist jetzt aus uns rausgekommen. Also vor allem aus ihm zum Beispiel, ne? Er hat die Akkorde geschrieben. Genau, das ist ja gleich meine nächste Frage. Und schon sind die Gitarre. Also ich habe keine Zeit. Zufällig steht da eine Gitarre. Wer hat euch die Songs geschrieben oder wie ist das Ganze entstanden? Also der Georgi und ich haben einfach unsere Ideen zusammengetragen wie der Fall und haben sie einfach zusammengesetzt und haben Layouts erstellt einfach und die Songs dazu. Im Groben fertig geschrieben. When I first met you, thought it would be right. I don't like to. You was loving with a guy. Now I am walking quiet. You don't love me no more. Section Töne und Linien ausgeschrieben von unserem Hagi Gutternick und von unserem Rainer Gutternick und dann fügen wir das alles zusammen. Okay. So läuft es. Passieren da noch viele Änderungen? Also wenn ihr mit den Ideen kommt, haut die Band das dann alles wieder in den Haufen oder? Ich würde sagen mal so, aber das prinzipielle Gerüst bleibt da nicht so bestehen. Okay, sehr cool. Habt ihr irgendwelche besonderen Änderungen bei diesem Album? Wie ist es zum letzten? Also wir haben einige Dinge uns vorgenommen, so soundmäßig, wo wir gesagt haben, das wollen wir jetzt irgendwie integrieren in Ruskaya Sound. In diesem Fall speziell Unplugged und Akustikelemente. Und das haben wir umgesetzt und finde ich es uns sehr gut gelungen, wenn ich das so behaupten darf. Es sind sogar etliche orchestrale Neuerungen drin, wo wir wirklich ein ganzes Filmorchester nachgeahmt haben und selber eingespielt haben, ohne zur Hilfenahme elektronischer Hilfsmittel und Samples, sondern selber hineingedudelt. Sehr gut, so gehört es ja. Eigentlich schon. Perfekt. Und du fühlst dich auch wohl bei dem akustischen? Ich fühle mich absolut wohl, ja. Es sind einige akustische Sessions spontan entstanden. Das war auch der Ansporn irgendwie. Dann war das so, dass ich bei einem Freund von mir bin ich auf einer Couch gesessen und plötzlich habe ich unter der Couch einen großen Koffer gefunden. Als ich den Koffer aufgemacht habe, war da drinnen ein Double Neck von Ibanez. Welche Jahr war das? 70 Jahre, ich glaube 73, 74. Ja, also okay. Ein Double Neck mit 12-seitigen, total kaputt, alles hier in Elektronikseiten. Dann habe ich hab gesagt, dem Freund, gib mir, ich bringe zu Engel. Habe ich einen Engel gebracht, der hat es repariert. Und plötzlich war so eine elektro-zwölfseitige Gitarre und dann sind so ein paar so Ideen sofort so rausgeschlupft. Ja. Wenn wir schon dabei sind, was hast du bei der Aufnahme fürs Album verwendet, für Gitarren? Kannst ich habe eigentlich, um genau zu sein, glaube ich 90% meiner Lieblingsstrat verwendet. Ja. Eine kaputte Strat in Sunburst. Die irgendwie lieben gelernt habe, einfach vom Feeling her, die hat irgendwie ganz was Spezielles. Ja. Ich habe einige Strats zu Hause, aber die irgendwie eigen, da fühle ich mich irgendwie wohl. Die habe ich verwendet, dann habe ich eine 12-Seiter Akustikgitarre eben bei den Akustik-Sounds verwendet. Eine Ibanez aus den 70er Jahren, eigentlich eine Gibson Hummingbird-Kopie. Also eigentlich auch ein Vintage-Instrument, das irgendwie ein ganz eigenes Feeling hat. Und dann habe ich noch eine ES-295 verwendet für so Rockabilly-Sounds irgendwie. Da gibt es ein paar so prominente Stellen, die aus der Gitarre, dieser Brian Setzer Sound, die quasi genauso aus der Gitarre rauskommt. Der Tipp dazu, let's die together, mon amour, das an und diese Gitarre. Da kann man das nachhören. Perfekt. Und war die Entscheidung irgendwie dann ziemlich schnell getroffen, welche du nimmst, oder hat das lange gedauert? Eigentlich ziemlich schnell, weil ich bin ja eher diese
ich muss sagen, die Einstellung, dass das Setup, das auch gerade live gerade für mich gut funktioniert, dass ich das einfach mit ins Studio nehme und einfach mal anstecke und schaue, was passiert. Ja. Und es hat sich irgendwie gut angefühlt. Ich habe dann, ich weiß noch, beim ersten Take vom ersten Song habe ich noch eine andere Gitarre genommen, ein anderes Strat auch. Und irgendwie habe ich gewusst, na, es bleibt die. Und habe dann auch die verwendet bis zum Schluss, eben bis auf diese paar Ausnahmen. Ja. Und das war es dann eigentlich. Ja. Ja. Cool. Wenn wir gerade im Album sind, ihr habt ja auch gleich ein neues Video rausgebracht. Ja. Ja. Wie gehen wir auf der D. Genau. Sind da die Ideen auch von euch gekommen oder hat es da mit dem neuen Label, mit Napalm Records? Das Video ist von einem jungen Künstler, Animationskünstler, sagt man da, gekommen, Juppie Jupsen. Wir hatten schon mit ihm die Ehre gehabt zu arbeiten zum Video Energie. Und bei dem neuen Album macht er das komplette Cover. Das Album Cover ist in meiner schwarzen Tasche. Ja. Die schwarze Tasche ist unter der eine Hose, die graue Hose, auf dem blauen Schrank dort. Darf ich noch fragen, warum ich da die Potete 2.0 verwende? Was ist das für eine Gitarre? Das ist eine dreiseitige Gitarre. Das ist überhaupt nicht. Es heißt nicht Potete Mania. Er hat sich verlaufen im Wache. So, ja. Das ja. Da sieht man das Art-Design von ihm etwas. Ja? Das ist ziemlich gut gelungen. Ja. In diesem Art-Design hält er auch das Video, was er gemacht hat. Ja. Also, ja. Sehr gut, super. Das ist praktisch auch das Video, haben wir letztens gedacht, kann man auch sensationelles Visuals verwenden, für, wenn man dann irgendwann im Lotto gewonnen hat. Ja. Ja. Also im Herbst stehen ja schon einige Daten fest, hauptsächlich in Deutschland. Wie schaut es mit Österreich aus? Wann kommt ihr da? Wir werden einige Konzerte in Österreich spielen. Ich setze hier jetzt einblenden, die Termine in Österreich. Ja. Wien, ja. Die üblichen Verdächtigen. Linz, das hier Linz, Posthof, Wien. Wuk spielen wir, glaube ich, Wuk. Wien, genau. Graz, weiß ich gar nicht. Auch Innsbruck, in der kommt vorbei. Linz auf jeden Fall, Posthof. Ja. Mit der Julian Today's a Week spielst du ja auch. Genau. Ja. Freuen wir uns ganz besonders drauf. Riesenfestival. Fette Geschichte, ja. Da freuen wir uns schon drauf. Und im Herbst geht es dann nicht nur Deutschland, sondern auch ganz Europa. Da geht es richtig ab. Schweiz auch. Schweiz und Italien. Italien. Belgien. Niederlande. Zusammenfassend. Das ist übersetzt. Ah, okay. Holland. Du spielst ja jede Woche bei Willkommen Österreich als Liveband. Das ist ja ein genau, wir riechen auch so. Wie taugt euch das oder wie kommt ihr zu der Ehre? Komm, Hacker, lass alles rauskommen. Lass alles raus. Ja. Nein, wir finden das eigentlich sehr, wie die bundesdeutschen Kollegen sagen, schnieke. Es ist natürlich für uns eine tolle Gelegenheit, unsere Vorbilder kennenzulernen, nämlich zum Beispiel Helene Fischer oder so. Ich sage nur, große Namen wie Helge Schneider oder Gabalier oder so, Herbert Grönemeyer, also mit denen dürfen wir alle da herumgurken und werden natürlich, für die ist es sehr praktisch, weil sie müssen ihre Band nicht mitnehmen, was natürlich für ihre gewinnmäßig eine große Spanne herauswirft und wir spielen ja quasi gratis und das heißt, es ist eine Win-Lose-Situation, sagen wir dazu. Wir finden es auch. Win-Win, wieso? Für uns ja auch Win-Win. Ja, wir spielen alle in Wien. Ja. Win-Win-Situation, ja genau. Ja, kurz noch zu, weil es war gerade Ruskaya. Woher kommt der Bandname oder was sind die Ursprünge des Bandnamens gewesen? Ich meine, du hast halt doch mit den russischen Vorfahren, vielleicht ist es da. Ja, genau, das sind so einige Informationen in der Passiven. Ja, das ist Russ, das ist ein bisschen das Russische. Was also im Überbegriff steht, über Elemente aus Klezmer, Elemente aus Polka, Elemente aus Estam, Elemente aus Balkan-Sounds. Ja. Ska ist dieser Rhythmus, ja, dieser Offbeat, ja, da gibt es aus dem Reggae-Bereich und aber mit einer Heftigkeit des Rocks gebracht. Ja. Und ja, ist dieser Laut, wir machen mit Leuten, wenn wir live spielen, machen wir mit Leuten so eine
eine Zeremonie des Rauslassens an allen Problemen im Kosmos. Ja? Und das macht mit dem Laut Ja. Ja! Hast du es gespürt? Ich hab's gespürt. Ja. Ja. Ich hab's gleich gespürt. Ja. Und damit wir alle, das sind ganze Körper spüren. Ja. Machen wir so, dass wir nicht nur alles rauslassen mit dem ganzen Körper, auch raus aus sich im Kosmos. Ja. Wir gehen so weit, dass wir dabei Hände nach oben heben und wackeln dabei. So. Ja! Wie schaut es aus mit Zukunftsplänen bei euch? Also bis auf Tour und so, dass es weitermacht natürlich. Na, wir sagen gerne. Wir sagen gerne, nach dem Album ist vor dem Album. Sehr schön. Super, vielen Dank, dass ihr da wart. Also ja, dass wir da sind. Also vielen Dank, dass ihr da wart. Ah!